Die Trilogy Evo bietet eine anwenderfreundliche Touchscreen-Benutzeroberfläche. Wir stellen Ihnen nun die Bedienfenster und wichtige Funktionen vor, so zum Beispiel, wo Sie Informationen und die Hilfefunktion, Angaben zur Batterie oder die Monitoring-Ansichten finden und wo Sie Verschreibungen bearbeiten können. Im Standby-Betrieb werden im Startfenster links die eingegebenen Verschreibungen angezeigt. Unten rechts im Fenster befindet sich die Schaltfläche Beatmung starten. Oben rechts befindet sich die Option Neuer Patient. Neben der Schaltfläche Startseite finden Sie das Symbol Einstellungen, über das Sie Verschreibungs- und Alarmeinstellungen festlegen können. Über das Hilfe-Fragezeichen erhalten Sie weitere Erläuterungen zu der gerade bearbeiteten Verschreibungseinstellung. Zum Schließen der Hilfe tippen Sie auf das X. Unter Optionen verbergen sich Voreinstellungen und sonstige Auswahlmöglichkeiten. Hier können Sie die Menüzugriffsstufe auf Vollzugriff oder eingeschränkten Zugriff einstellen. Über Datenübertragung können Sie Daten von einem USB-Gerät herunterladen und Software-Upgrades durchführen. Information liefert Geräteinformationen, beispielsweise zur aktuellen Softwareversion. Im Menü Kalibrierung und Einrichtung finden Sie unter anderem Funktionen zur Kalibrierung von O2- und CO2-Sensoren. Darunter befindet sich die Option Alarm- und Ereignisprotokoll. Unter Verschreibungsvoreinstellungen können Sie die Bezeichnungen und Hintergrundbilder von Verschreibungen löschen oder bearbeiten. Rechts oben sehen Sie die derzeit aktive Verschreibung oder, wie in diesem Fall, den Hinweis Standby. Am unteren Bildschirmrand finden Sie die Uhrzeit sowie einen Pfeil, unter dem sich die Sperrfunktion für den Touchscreen verbirgt. Den Batterieladestand können Sie über das Batteriesymbol überprüfen. Während der Beatmung zeigt das Gerät die ungefähr verbleibende Betriebsdauer jeder Batterie an. Da in diesem Beispiel noch der vollständige Menüzugriff aktiviert ist, ist das Entriegelungssymbol eingeblendet. Zum Starten der Beatmung mit der Verschreibung Tageszeit muss zunächst ein Schlauchsystem angeschlossen werden. Tippen Sie dann auf das Symbol Startseite, dann auf die Verschreibung Tageszeit und schließlich auf Beatmung starten. Wenn sich das Schlauchsystem während der Beatmung löst, wird über mehrere Signale ein Alarm mit hoher Priorität ausgegeben. Schließen Sie in diesem Fall das Schlauchsystem wieder an, um die Alarmursache zu beheben. Weitere Informationen zu ausgelösten Alarmen finden Sie in der Alarmliste. Da die Alarmursache behoben wurde, können Sie auf Zurücksetzen tippen. Mit der Alarm-Stumm-Taste können Sie zudem die Ausgabe von Alarmtönen für eine Dauer von 2 Minuten deaktivieren. Es sind verschiedene Monitoring-Ansichten verfügbar. Je nach der eingestellten Zugriffsstufe, also vollständiger oder eingeschränkter Zugriff, werden unterschiedlich viele Details angezeigt. Zum Wechseln der aktuellen Verschreibung tippen Sie diese oben rechts an und dann auf die gewünschte neue Verschreibung. Befolgen Sie anschließend die Anweisungen im Dialogfeld. In diesem Beispiel haben wir 2 verschiedene Schlauchsysteme, beide passiv, jedoch einmal mit aktiver Befeuchtung und einmal ohne. Befolgen Sie die Anweisungen und versetzen Sie das Gerät über die Ein-Aus-Taste Standby an der Vorderseite in den Standby-Betrieb. Wechseln Sie das Schlauchsystem. Wählen Sie im Startfenster die gewünschte Verschreibung und tippen Sie auf Beatmung starten. Wie hier zu sehen, erfolgt die Beatmung nun mit der Verschreibung Nacht. Wenn ein individueller Fensterhintergrund angezeigt werden soll, aktivieren Sie zunächst den eingeschränkten Zugriff unter Optionen, Geräteoptionen, Standard-Menüzugriffsstufe. Wählen Sie hier Eingeschränkt und bestätigen Sie mit dem Häkchen. Kehren Sie dann zum Startfenster zurück. Nehmen Sie sich die Zeit, um sich mit den Funktionen der Trilogy Evo vertraut zu machen. So tragen Sie zu einer hochwertigen und wirksamen klinischen Versorgung und maximalem Patientenkomfort bei. Philips.